Was ist in der heutigen Zeit eigentlich gute Führung? Wie leite ich ein Team konstruktiv? Das sind Fragen, mit denen sich Unternehmen früher oder später auseinandersetzen müssen. Die Salzburg AG bietet deshalb für ihre Führungskräfte ein Weiterbildungsprogramm der besonderen Art. Das neue Führungsprogramm, was wir anbieten, das ist die sogenannte Leadership AG. Das ist ein Führungsprogramm, das sich vor allem an Center- und Bereichsleiter wendet. Also es werden mehrere Ebenen hier einbezogen, auch unter Einbeziehung des Vorstands. Das Ganze sollte also hierarchieübergreifend sein, um auch so diese Führungscommunity zu stärken. Dann war ein weiteres Ziel sicherlich die Stärkung von individuellen Führungskompetenzen. Es hat ja nie jemand schon komplett ausgelernt. Lebenslanges Lernen sage ich dort nur als Stichwort. Und natürlich zum Dritten ist es auch, die Mitarbeiter zukunfts- und veränderungsfit zu machen, um dann letztendlich auch diese digitale Transformation des Unternehmens dann auch gut zu begleiten. Corona-bedingt kann die Leadership AG heuer nicht im persönlichen Rahmen, sondern nur virtuell stattfinden. Es ist besonders bei der Führungskräfteausbildung eigentlich wichtig, dass man das von Angesicht zu Angesicht, dass man die Persönlichkeit spürt. Wir haben aber wirklich gute Erfahrungen gehabt, zum Beispiel Breakout-Gruppen funktionieren sehr, sehr schnell. Das ist sonst beim physischen Meeting weitaus komplizierter, weil man muss den Schulungsraum verlassen und bis sie dann wieder alle einfinden. Das dauert alles viel länger, wie wenn man dann ganz rasch in eine schnelle Breakout-Gruppe gehen kann und binnen Sekunden wieder zurückkehrt in den Schulungsraum. Also ich hoffe, dass jede und jeder von den 64 wirklich aus jedem Modul was rausnimmt und rausgeht und sagt, das probiere ich jetzt aus oder das habe ich erkannt oder da werde ich jetzt dranbleiben oder das ist ein cooles Modell, das verwende ich mit meinem Team auch. Und gleichzeitig halt funktioniert das nur, wenn wir einen Bezug herstellen zu dem, was die Führungskräfte wirklich gerade beschäftigt. Also ich halte es einfach für wichtig, dass Führungsentwicklung nicht parallel zur Entwicklung vom Geschäft und zur Strategie passiert, weil dann verliert sie an Bedeutung. Das Besondere an dem Kurs war jetzt, dass er sich mit dem tagesaktuellen Geschehen eigentlich beschäftigt hat und da sehr stark Bezug genommen hat auf die Situation, die wir jetzt in der Salzburger AG haben. Wir haben eine neue Organisation, das Thema war Führung im Wandel und da war zum Beispiel ein Satz, dass man sich die Informationen schon holen muss, die das Unternehmen zur Verfügung steht und diesem Hause gibt. Und das war für mich auch wieder ein Stück weit ein Punkt, der mir mit der Nase draufgestoßen hat, dass man sich die Dinge anschaut, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, die Videospots, die Informationen im Insight und per Mail, die kommen, dass man halt auch hergeht und sich das neu annimmt und für sich sozusagen analysiert. Trotz dem Abstrich, dass die Leadership AG heuer nur online stattfinden kann, steht die Wichtigkeit solcher Führungsprogramme außer Frage. Wir würden sonst ewige Zeiten im eigenen Saft braten. Und wir sind gerade in Zeiten wie diesen, wo sich unsere Märkte weiterentwickeln, gezwungen, dass wir auch top-down und von den Führungskräften abwärts unser Mindset weiterentwickeln, offen sind, über den Tellerrand hinausschauen. Und das Führungshandwerk ist ja auch nur ein Handwerk, das erlernt werden muss. Und deswegen ist da Weiterbildung auch wichtig. Alle Informationen zu Jobs bei der Salzburg AG finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere.